Speziell, wenn man mit Modellen arbeitet, die vielleicht ihr erstes Shooting vor sich haben oder nur sehr wenig Erfahrung haben, liegt es oftmals beim Fotografen, die entsprechenden Vorbereitungen für das Modell mit zu bedenken. Dazu gehört zum Beispiel, dass man dem Modell eine relativ präzise Angabe dazu gibt, was sie mitbringen soll. Von der Wäsche über die Accessoires, auch vielleicht mit an die Schuhe denken. Ein Bademantel macht sehr viel Sinn beim Shooting, dann kann das Modell nämlich rechtzeitig die Wäsche ausziehen, sitzt dann im Bademantel beispielsweise beim Make-up und hat dann passend zum Shootingbeginn keine Abdrücke mehr auf der Haut. Es macht möglicherweise auch Sinn, ein männliches Modell oder auch ein weibliches Modell auf die Rasur anzusprechen. Ja? Ob ich jetzt zum Beispiel einen Dreitagebart, eine behaarte Brust oder möglicherweise ganz glatte Beine brauche, all das sollte man möglicherweise mit erwähnen, denn es spielt eine große Rolle. Wenn das nicht gemacht wurde, ist es vor Ort sehr schwer nachzuholen. Wenn ich bestimmte Wünsche an die Garderobe habe, dann muss die natürlich auch abgesprochen werden. Es spricht nichts dagegen, dass der Fotograf und das Modell sich beispielsweise Accessoires oder Kleidung teilen. Das bedeutet, dass möglicherweise ein Teil der Accessoires, beispielsweise Modeschmuck, direkt vom Fotografen kommt, weil er etwas ganz Bestimmtes im Auge hat. Und die Wäsche kommt in der Regel vom Modell, aber auch hier gibt es möglicherweise Dinge, die man, na, ich sag jetzt mal, als Fotograf schon organisieren kann. Strümpfe beispielsweise, halterlose Strümpfe. Da reicht die Schuhgröße und schon kann man die selbst einkaufen gehen. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist das Make-up des Modells. Hier wäre beispielsweise wichtig zu klären, wer das Make-up machen wird. Wird es eine Visagistin vor Ort geben oder soll sich das Modell selbst schminken? Wenn es sich selbst schminken soll, müsste man beispielsweise Angaben machen zu sehr bunt oder beispielsweise mit Wimpern. Dann kann das Modell sich ideal darauf vorbereiten und alles mitbringen, was gewünscht ist. Manche Modelle verfügen sogar teilweise über Haarteile, die sie sich einfach einklipsen können. Da ist einfach ein kurzes Vorgespräch nötig und dann findet man sicherlich die perfekte Lösung für das Shooting. Wenn das Make-up allerdings durch eine Visagistin gemacht wird, dann wäre es vielleicht ganz gut, dem Modell mitzuteilen, dass es ungeschminkt und auch ohne Stylingprodukte im Haar zum Shooting kommen soll, denn das ist die beste Grundvoraussetzung für die Visagistin. So muss sie das Modell nicht erst abschminken und auch das Haare waschen, was meistens vor Ort gar nicht möglich ist, entfällt.